Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Könnt ihr euch noch an Schlemmerfilet à la Bordelaise erinnern? Ich fand das immer richtig lecker und habe jetzt mal versucht, das nachzubasteln, weil ich auf einmal richtig Lust darauf hatte. Diese Zutaten habe ich mir erstmal bereitgestellt, aber genau zeige ich euch das natürlich und es steht auch alles unterm Video, wie immer. Ich habe hier erstmal einen Block Tofu genommen. Das ist jetzt ein Tofu, der nicht so ganz fest ist. Ich finde, der eignet sich ganz gut dafür. Den habe ich jetzt einfach quer durchgeschnitten in drei Stücke. Wenn ihr das Ganze natürlich authentischer haben wollt, könnt ihr den Tofu auch zerbröseln und dann noch mit ein bisschen Algenblatt, so ein Nori-Blatt vermixen und dann wieder da reindrücken. Aber ihr wisst ja, dass ich es einfach mag und mir ging es jetzt eher um die Kruste. Ich habe jetzt also eine Zwiebel klein geschnitten. Hier habe ich Sonnenblumenmargarine. Die nehme ich ganz gerne, weil da kein Palmfett drin ist. Ihr könnt natürlich auch Alsan nehmen, wenn ihr das möchtet. Und jetzt sieht das hier im Video ein bisschen sehr viel aus, aber das täuscht ein bisschen, weil das ist meine kleinste Pfanne und das sind jetzt so ungefähr 3 Esslöffel Margarine, vielleicht auch 4. Ja, und da habe ich dann die Zwiebel reingegeben und das Ganze erstmal so ein bisschen braun werden lassen. Es sollte also nicht sehr dunkel werden, so wie hier ungefähr. Und dann habe ich das abgeschaltet und dann warte ich einen Augenblick, bis sich das ein bisschen abgekühlt hat. Und dann habe ich Paniermehl dazu gegeben. Ja, die Mengenangaben, also ich habe jetzt erstmal 6 Esslöffel da reingetan. Es sollte auf jeden Fall nicht zu trocken werden, aber auch nicht zu fettig. Also das Paniermehl sollte das Fett dann schon aufsaugen. Aber da dann noch ein paar andere Zutaten zukommen, gucken wir erstmal. Ich habe jetzt natürlich noch Salz reingegeben und mit Salz solltet ihr auch nicht sparen. Der Tofu an sich schmeckt ja nach nichts, damit das Ganze auch wenigstens ein bisschen Geschmack hat. Knoblauchpulver finde ich jetzt auch ziemlich wichtig, habe ich noch ein bisschen reingetan. Und genauso wie Zwiebelpulver. Es ist zwar eine Zwiebel drin, aber es bringt immer noch einen anderen Geschmack, als wenn man jetzt Zwiebelpulver dazu gibt. Und dann dürfen natürlich Kräuter nicht fehlen. Ich habe jetzt hier tiefgefrorene Petersilie. Frische Kräuter sind natürlich am allerbesten, aber ich finde, die tiefgefrorenen eignen sich auch immer ganz gut. Dann habe ich noch Dill mit reingegeben. Das ist natürlich jetzt alles Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch deutlich mehr Petersilie reingeben. Und Estragon habe ich noch reingetan. Ich mag das gerne, Estragon, ist aber nicht jedermanns Geschmack und ihr könnt das natürlich auch weglassen und mit anderen Kräutern eurer Wahl ersetzen. Das Ganze habe ich jetzt nochmal gut durchgerührt, nochmal geguckt, wie es so von der Konsistenz ist. Dann habe ich hier noch eine Bio-Zitrone. Ich habe aber nicht den ganzen Saft reingetan, weil da doch recht viel Saft rauskam. Das müsst ihr mal abschmecken, denn es sollte auch nicht zu sauer werden. Dann habe ich hier noch Hefeflocken, die sind auch ein Muster drin, finde ich. Habe ich jetzt auch so 4 Esslöffel ungefähr reingetan. Aber das ist alles auch variabel. Ihr seid jetzt an die Mengenangaben nicht so gebunden. Und weil mir das jetzt noch ein bisschen zu flüssig war, sage ich jetzt mal, habe ich noch 1 Esslöffel Paniermehl drin mit reingetan und das Ganze dann einmal abgeschmeckt und fand das gut so. Und dann habe ich die komplette Masse auf dem Tofu verteilt und dann richtig schön festgedrückt, dass das also auch optisch so schön aussieht wie so ein Schlemmerfilet à la Bordelaise. Ja, und so sieht das Ganze dann aus und kommt in den Backofen bei 200 Grad und habe das so lange drin gelassen, bis die Kruste braun ist. Das war vielleicht so eine knappe halbe Stunde. Da müsst ihr dann mal schauen. Und so lecker sieht das jetzt aus. Also richtig köstlich. Und es ist dann auch knusprig obendrauf und war wirklich richtig lecker. Das hat mir nochmal nach der ganzen Zeit, hat mir das nochmal richtig gut getan. Auch wenn es nicht gerade vor Gesundheit strotzt, das Gericht. Aber ja, manchmal muss das einfach sein. Ja, und gegessen habe ich das dann, wie ich das früher auch immer gemacht habe, mit Kartoffelpüree und Gurkensalat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihr mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ich sage einfach mal Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!